Das Leben und das traurige Ende von Lee Van Cleef. Lee Van Cleef wurde am 9. Januar 1925 in Somerville, New Jersey, USA, als Sohn von Clarence Leroy Van Cleef und Marion Van Vleet geboren. Er war teilweise niederländischer Abstammung. Im Alter von 17 Jahren erhielt er sein Highschool-Diplom zu Beginn seines Abschlussjahres an der Somerville High School, um im September 1942 in die United States Navy einzutreten. Nach seiner Aufnahme in die USN absolvierte Cleef seine Grund- und andere Ausbildungen an der Naval Fleet Sound School und wurde danach zu einem U-Boot-Jäger delegiert. Nach einem Aufenthalt dort reiste er mit einem Minensucher und erfüllte mehrere Kriegsaufgaben, bevor er am 20. Februar 1945 nach Palermo, Sizilien, zurückkehrte. Cleef wurde im März 1946 aus dem Dienst entlassen, als er den Rang eines Sonarmann First Class innehatte und seinen Minensucher-Patch sammelte. Als Ergebnis seiner Verdienste im Militär erhielt er die Good Conduct Medal und den Bronze Star und qualifizierte sich auch für die World War II Victory Medal, die American Campaign Medal und die Asiatic Pacific Campaign Medal. Nach seiner Anstellung bei der USN, Cleef, arbeitete er auch eine Weile als Buchhalter und wurde mit der Unterhaltungsindustrie in Verbindung gebracht. Er engagierte sich in der Little Theater Group in Clinton, New Jersey, spielte Rollen für sie in Stücken wie Our Town und Heaven Can Wait, während er auch für andere Rollen vorsprach. Zu dieser Zeit wurde er von mehreren Talentscouts aufgefallen, von denen einer ihn dem Talentagenten der MCA-Agentur Maynard Morris in New York City vorstellte. Cleef wurde von Morris zu einem Vorsprechen im Elvin Theater geschickt, wo er mit dem Stück Mr. Roberts landete. Filmregisseur Stanley Kramer entdeckte ihn bei einer Mr. Roberts Bühnenproduktion in Los Angeles und wollte ihn für die Rolle des Deputy Harvey Pell in dem amerikanischen Westernfilm High Noon besetzen. Als Cleef sich jedoch weigerte, seine charakteristische Nase so zu ändern, wie Kramer es wollte, landete er in dem Film von 1952 mit der nicht sprechenden Rolle des Gefolgsmanns Jack Colby, der sein Leinwanddebüt markierte. Er hatte heterochromatische Augen, eines war grün und das andere blau. Seine finsteren Züge mit Hakennase, stählernen Augen und scharfen Wangen und Kinn prägten ihn jedoch bald für die nächsten 13 Jahre in kleinere Schurkenrollen in Filmen verschiedener Genres. Einige dieser Filme umfassen den Noir-Krimi von 1952, Kansas City Confidential, der epische CinemaScope-Film The Conqueror von 1956, der Westernfilm The Tin Star von 1957 und das CinemaScope-Kriegsdrama von 1958, The Young Lions. In den frühen 1950er Jahren machte er auch einen Ausflug ins Fernsehen mit ersten Werken wie The Adventures of Death Valley Days von 1954 bis 1962, zwei Episoden, und The Rifleman von 1959 bis 1962, vier Episoden. Der bemerkenswerteste TV-Auftritt von Cleef war die Hauptrolle von John Peter McAllister in der Ninja Action Adventure TV-Serie The Master, die vom 20. Januar 1984 bis 31. August dieses Jahres auf NBC ausgestrahlt wurde. Er hatte seinen großen Durchbruch in den Filmen, als der italienische Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor Sergio Leone, der für die Schaffung des Genres Spaghetti-Western bekannt ist, ihm die Rolle von Col Douglas Mortimer anbot, einem der Hauptprotagonisten im Spaghetti-Western-Film For a Few Dollar Mehr. Der Film wurde 1965 veröffentlicht und wurde ein großer kommerzieller Erfolg. In Für ein paar Dollar mehr spielte Cleef neben Clint Eastwood. Die Rolle kam ihm zu einem kritischen Zeitpunkt, als er sich bemühte, seine ansonsten schwindende Karriere zu verlängern. Es gab seiner Karriere einen großen Schub, brachte ihm Ruhm und Anerkennung als Schauspieler mit Eifer ein und öffnete den Weg für mehrere andere bemerkenswerte Rollen. Seine zweite Zusammenarbeit mit Leone The Good, The Bad and the Ugly, einem epischen Spaghetti-Western-Film von 1966, war ein noch größerer Erfolg, der seinen Ruhm zu neuen Höhen führte. Er spielte in dem Film einen hartherzigen, gnadenlosen und soziopathischen Söldner namens Angel Ice, The Bad,
der an den Kinokassen satte 25,1 Millionen US-Dollar gegen sein Budget von 1,2 Millionen US-Dollar einbrachte. Cleves Auftritte in The Good, The Bad and the Ugly und For a Few Dollars More machten ihn zu einem großen Star der Spaghetti-Western. Er fing an, mehrere Haupt- und Hauptfiguren in verschiedenen Filmen zu bekommen, sowohl als Held als auch als Antiheld. Cleve war dreimal verheiratet und hatte drei Kinder. Leider, Cleve brach in seinem Haus in Oxnard, Kalifornien, an einem Herzinfarkt zusammen und Kehlkopfkrebs wurde als sekundäre Todesursache aufgeführt. Er atmete am 16. Dezember 1989 seinen letzten Atemzug und wurde auf dem Forest Lawn Memorial Park Cemetery in Hollywood Hills, Kalifornien, beigesetzt. Der Grabstein dieses großen Bildschirmschurken trägt eine Inschrift mit der Aufschrift Best of the Bad. Auf Wiedersehen, Lee Van Cleef.